erstmal prophylaktisch prophylaktisch eine Granate dahin und die sitzt auch noch und der auch noch. Und ich werde aber irgendwo gesehen. Ach, hier sind die ganzen Autos gerade mit explodiert. Ah, nein, mein Mauspad war zu kurz. Moin zusammen. Ja, nach dem ganzen Theater um Battlefield, um den verkorksten Update 5.2, muss ich zugeben, dass ich Call of Duty ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Natürlich habe ich zwischendurch auch gezockt, aber ich hänge irgendwie noch ziemlich am Battlefield. Aber das soll ja nicht heißen, dass COD nicht auch Spaß machen kann. Deswegen keine Angst, ich werde natürlich weiterhin Battlefield-Videos machen, aber mal was anderes ist doch auch mal angenehm. Eigentlich kann man Battlefield und COD ja nicht unbedingt miteinander vergleichen, aber ein bisschen schon. Und was die Waffen angeht, sowieso. Und zwar, alle Waffen, die eine ziemlich hohe Feuerrate haben, haben meistens den deutlichen Vorteil, genau wie im Battlefield auch, wie diese Omi, die Tommy Gun oder sowas, dass die eine 720er Feuerrate oder mehr haben, wie diese Omi, die 770 zum Beispiel, und dadurch immer krank stark sind. Und so ist es irgendwie auch ein bisschen hier. Hier ist es die MP7. Sie hat, so wie ich das wenigstens gesehen habe, die höchste Feuerrate, so dass man denn auch wirklich 1, 2, 3 Gegner, die voreinander, nebeneinander stehen, auch ganz locker wegholen kann. Das 60-Schuss-Magazin macht es möglich, dass man eigentlich alles damit wegballert. Als zusätzliches Extra habe ich Overkill ausgewählt, damit ich natürlich eine starke Zweitwaffe mitnehmen kann. Und zwar habe ich da das MK2 Karabiner DMG mit. Und zwar habe ich das gewählt, weil dieses auf Kopf und Brust one-hitted. Und zwar egal auf welche Entfernung. Und deswegen habe ich diese Waffe einfach mal mitgenommen, damit ich entfernte Ziele auch genauso gut bekämpfen kann. Weil ja normalerweise die SMGs dafür nicht so gut geeignet sind. Weil die eben doch eher so auf Nahkampf sind mit der hohen Feuerrate. Aber wenn man dann eben diese Zweitwaffe mit hat, kann man ganz gut entfernte Ziele damit angreifen. Was mir schon oft das Leben gerettet hat, ist das extra Alarmiert. Alarmiert zeigt euch an, wenn ihr von einem Gegner anvisiert oder gesehen werdet. Wenn euer Bildschirm also kurz eingelbt, also der Rand, wisst ihr Bescheid, dass ihr in Deckung gehen müsst. Oder beziehungsweise, dass sich ein Gegner hinter euch befindet, dass ihr euch schnell umdrehen müsst. Mit der MP7 ist es auf den Nahkampf mit einem gewissen Aim kein Problem, 2 bis 3 Gegner auf einmal aus Korn zu nehmen. Das 60-Schuss-Magazin macht es möglich, übergangslos zwischen diesen auch hin und her zu switchen. Und ich muss dafür sagen, dass ich mit meinen 34 Jahren wahrscheinlich nicht mehr den besten Aim habe, also wenn man das jetzt mit 17- bis 20-Jährigen vergleicht, aber ich schlage mich mit dieser Waffe eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Der einzige Nachteil ist ja nur, wenn man dieses extra ausgewählt hat, ist, dass man den sogenannten Geist nicht mehr mitnehmen kann. Man fliegt also nicht mehr unter dem Radar, aber wenn man das genau weiß, dass man das gerade nicht eingepackt hat, ist das vielleicht auch gar nicht immer so schlecht. Den Vorteil, den ich darin sehe, ist, dass die Gegner dann zu mir laufen und ich sie nicht suchen muss. Aber ich glaube, das ist reine Gewöhnungssache. COD ist ja sowieso ein sehr schnelles Game, wo man, wenn man nicht gerade kämpft, ständig stirbt. Ich finde aber, da ja sowieso nicht alle ständig auf den Radar gucken oder eventuell auch ständig eine Konterdrohne unterwegs ist, Alarmiert eine gute Alternative zum Geist ist. Ne? Weil ich finde, es ist einfach vom Vorteil, wenn man von hinten anvisiert wird und der nicht direkt schießt oder ihr gerade in Bewegung war, dass ihr zumindest wisst, dass da hinten hinter euch einer war. Das ist einfach ein riesen Zeitvorteil, den ihr habt, dass ihr vorsehen könnt, wenn ihr anvisiert werdet. Ansonsten kann ich euch nur den Tipp geben, dauerhaft in Bewegung zu bleiben. Ihr wisst ja, wer rastet, der rostet. Wenn ihr über die Karte rennt, habt ihr oft den sogenannten Überraschungseffekt auf eurer Seite. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit seinem Team irgendwo eingeschlossen zu sein und ihr aus so einer Ecke nicht mehr herauskommt. Heißt, wenn man sich zu lange an einem Ort aufhält, wird früher oder später irgendjemand kommen wollen und sich rächen wollen.
Ihr macht es denen denn auch noch unheimlich leicht, wenn die ja in etwa genau wissen, wo du oder euer gesamtes Team sich gerade aufhält. Das heißt, da wird dann so viel reingeholzt und reingeschossen auf die Hütte oder auf die Ecke, wo ihr euch gerade befindet, dass ihr eigentlich dann nur noch sterbend rauskommt. Und ich meine, so macht das ja keinen Spaß, wenn man da komplett so base-wrapped wird oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen macht es eurem Feinden so schwer wie möglich, euch zu treffen. Das geht am besten, wenn ihr hüpft und springt und euch hinschmeißt, bevor ihr schießt und so weiter und so fort. Denn ein leichtes Ziel sind immer noch die, die irgendwo nur in der Ecke hocken oder sich irgendwo kaum bewegen oder beim Schießen stehen bleiben oder all sowas eben. Macht es denen so schwer, wie es geht. Dann habt ihr auch am meisten Spaß, so wie er hier zum Beispiel. Er liegt ja einfach nur und der Überraschungseffekt ist total auf meiner Seite. Klar, viele sagen immer, ja, die ganzen Camper in COD, ja, aber diese Camper, die spielen ja auch relativ unerfolgreich, würde ich mal sagen. Klar, die sitzen irgendwo in der Hütte und machen dann ihre 2-3 Kills und so, ja, und dann? Dann kommt das halbe Team und weiß genau, wo derjenige sich in etwa aufhält, dann werden da Granaten reingeworfen und sowas und irgendwann kann der da auch gar nicht mehr raus, dann stirbt er halt selber. So macht man halt keine richtigen Killstreaks, finde ich. Klar, das geht relativ gut, man sitzt da einfach mit der Kaffeetasse in der Hand und campt ein bisschen mit der Shotgun vielleicht oder sowas, aber am Endeffekt spielt man so nicht richtig gut erfolgreich und ich kann auch nicht sagen, dass mir das jetzt unbedingt Spaß machen würde, das wäre irgendwie nicht mein Spielstil oder sowas, aber wie gesagt, das muss ja am Ende jeder für sich selber entscheiden, wie er dieses Spiel spielt, aber ich finde, nö, das ist nicht so mein Spielstil. Klar, man muss auch hin und wieder mal ein bisschen abwarten in dem Game, weil da man sich vielleicht nicht ganz sicher ist, wo die Feinde gerade sind, da muss man ein bisschen sich rausspionieren, was da gerade abgeht und so, aber trotz alledem, so spielt man COD eigentlich nicht. Und Battlefield auch noch viel weniger. Naja, Freunde, jetzt wo das Video fast am Ende ist, seid ihr mir ein Like schuldig und ein Abo, denn das ist Pflicht, wenn man ein Video bei YouTube ganz zu Ende geguckt hat. Nein, das war natürlich nur ein Spaß, aber wenn ihr mich trotzdem unterstützen wollt, würde mich das sehr freuen. Und ich sage jetzt einmal Tschüss und bis bald. Es wird wahrscheinlich so hin und wieder mal wieder COD-Videos geben und wahrscheinlich auch ein paar Battlefield-Videos. Wenn euch das gefällt, dann lasst ihr doch bitte ein Abo da. Ich sage erstmal Tschüss und bis bald. Hier ist Falcon 3.0.